Ein Final Fantasy für Fans und Neueinsteiger. Square Enix. Textsprache. Deutsch. Sprachausgabe. Deutsch. Soundeinstellungen. TV. Speicherinformationen. Weiter. Final Fantasy 15. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Format, nämlich das heißt Angespielt. Kein Let's Play, kein Let's Test, es heißt einfach nur Angespielt. Und zwar nutze ich dieses Format jetzt, um bestimmte Spiele einfach mal anzugucken und zu testen, ob die vielleicht als Let's Play tauglich sind, beziehungsweise ob ich damit jetzt auch was machen könnte oder ein Let's Play machen würde. Ich guck mal kurz in die Einstellungen. Schwierigkeitsgrad, da ich ein vollkommener Anfänger bin. Ein vollkommener Anfänger in Final Fantasy, gehe ich ihm auf leicht. Kampfmodus, Echtzeit, Wart, ui. Cool, ich nehme natürlich Echtzeit, das ist ja wohl klar. Audio, ich mach mal die Gesamtlautstärke ein bisschen leiser. Ich würde sagen, 70% dürfte hinterher reichen, ne? Ich merke kaum einen Unterschied auf den Kopfhörern, aber gut, machen wir mal 60%, das dürfte reichen. Untertitel mache ich natürlich ein. Helligkeit, bla 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 bla. Ich würde sagen, den Rest lassen wir erstmal. Ausdauerbalken mache ich mal ein. Benutzeroberfläche natürlich ein. Steuerungshilfe. Vibrationsfunktion, Navikarte, ich lasse es mal alles, wie es ist. Okay. Black Screen? Ah, okay. Ich benutze übrigens gerade die PlayStation 4 interne Aufnahmefunktion, um zu testen, ob das auch so funktioniert. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Dann muss ich es eventuell nochmal neu machen oder auch nicht. Mal sehen. Wir starten jetzt ein neues Spiel, denn die Aufnahme geht nur eine Stunde. Los geht's. Wähle einen Schwierigkeitsgrad. Auf leicht sind die Kämpfe einfacher und du hältst gelegentlich Hilfe. Der Schwierigkeitsgrad kann jederzeit angepasst werden. Okay, ich nehme trotzdem nochmal leicht. Möchtest du das Tutorium spielen, bevor du dich ins Abenteuer stürzt? Im Tutorium kannst du dich über die Welt informieren und die Grundlagen des Kämpfens erlernen. Ich würde sagen, das Tutorium lassen wir mal aus, oder? Ja, komm, ich stürze mich jetzt mal vollkommen blind in das Spiel rein. Nein. Ich bin mega gespannt. Final Fantasy 15. Und so ward das Schicksal in die Hände des zukünftigen Königs gelegt. Ladevorgang. Ich weiß nicht, was mich erwartet, bin ich ganz ehrlich. Ich habe noch nie in meinem Leben wirklich Final Fantasy gespielt. Nur mal ganz, ganz, ganz kurz ein altes PS2-Spiel davon, also ein Teil davon. Ich glaube, das war die 10. Das war überhaupt nichts für mich. Das ist dieses rundenbasierte Kampfsystem. Damit komme ich nicht klar. Und wir warten. Dies ist die Geschichte des Königs, der auserwählt wurde, die Welt zu retten. Okay. Okay. Wow. Alles okay? Wir brauchen uns da. Verstecken wir uns. Nacht, hier lang. Schnell, er greift wieder an. Er kommt! Neuer Versuch! Stück der Deckung! Hier! Okay! Auf ihn!
Okay, vor dem Fall. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh. Mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Euer Hoheit! Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Drathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Geile Grafik. Wow. Speichervorgang. Ladevorgang. Oh, Kapitel 1. Der Aufbruch. Prinz Noctis, Lukis, Kailum, oh, Alter, was für ein Name, ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel, der Nachbarstaat Akordo, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Diese Namen bei Final Fantasy, also eine Hochachtung für die Erfinder, muss ich echt sagen. Und ich muss mich gerade ein bisschen zügeln, mir kamen gerade ein bisschen die Tränen, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe nämlich gestern erst den Kingsley-Film gesehen und oh, jetzt das gerade eben der Vater, aber oh, bitter. Boah. Aber ich verstehe, warum viele die deutsche Synchronfassung nicht so geil finden. Die ist ein bisschen asynchron. Ja, und was die Emotionen angeht, haben die jetzt hier ein kleines bisschen geschlammt. Aber ich finde es persönlich angenehmer. Vor allem, weil ich ein bisschen lesefaul bin. Muss ich zugeben. Verzeiht mir. Langer Ladebildschirm. Ich habe noch die PS4 aus der ersten Generation. Ich glaube, daran liegt, könnte es eventuell liegen. Ich weiß nicht, ob ich mir die neue hole. Das weiß ich noch nicht. Ich denke mal eher... Nein. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was?
Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja. Und los! Okay, jetzt. Ich drücke nach vorne. R2 gedrückt halten. Ach, steht da rechts, ja. Das Bild ist so. Also, ich muss echt sagen. Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Echt? Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen. Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Boah. Diese Aussicht, diese Grafik. Die Welt ist groß und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Mit voller Kraft. Nur noch ein bisschen. Da freut sich gerade die GEMA bei diesem wunderschönen Lied. Ich will bei den Dialogen nicht dazwischen quatschen. Aber was ist das Risiko bei so einem Spiel? Hammerhead, Ortschaft. Da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben's nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Alles klar, wir können uns ein bisschen jetzt umgucken. Also ich muss gerade sagen, bei der Sydney, ich musste gerade echt mich konzentrieren und musste versuchen, nicht auf die falsche Stelle zu gucken, weil guckt euch die mal an. Also bitte mal. Da... Ich weiß, dass Final Fantasy ziemlich freizügig sein kann, aber... Ernsthaft? Das finde ich echt schon ein bisschen amüsierend. Hoheit! Hey,
Ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Ich finde die mega sympathisch. Navikarte. In deiner Navikarte in der rechten oberen Ecke wird ein Restaurantsymbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Okay, mal gucken, was es hier so gibt. Boah, das ist echt... Ich muss mich gerade echt ein bisschen gewöhnen. Kann ich die Kamera vielleicht ein bisschen weiter zurück machen? Kamera da. Geschwindigkeit, Verfolgungstempo, Kampfstilansicht. Ich glaube nicht, dass ich die... Ne, ich glaube, weiter zurücksetzen kann ich nicht. Ich kann die nur schneller machen, ne? Oh, Ebony Kaffee haben die auch. Das wird Ignis aber freuen. Hä? Gel? Was ist das denn? Okay, ich, da ich ein vollkommener Final Fantasy-Anfänger bin, weiß ich echt nicht, wo ich anfangen soll. Das ist gerade ein bisschen too much. Guck mir jetzt mal hier tanken an. Im Moment musst du nicht tanken. Ich würde gerne etwas tanken. Vielleicht geht das Spiel dann etwas besser von der Hand. Okay, damit ist Sprinten. Ah, Laufen. Nein. Okay, R2. Oha. Hey, Glückwunsch. Warte mal. Ah, Menüs. Menüs sind das hier. Also, sieht echt schon geil aus, aber dieses Komplex hier in diesem Spiel. Wir gehen mal zu einem Restaurant. Und erfahren mal ein bisschen mehr über diese Gegend. Ich will ja dieses, das hier jetzt nicht endlos durchlaufen lassen. Hier. Noct, ich glaube, unser Geld ist hier nichts wert. Ignis hat bestimmt was gewechselt. Ich frag ihn mal. Übernachtung mit Selbstverpflegung. Okay, jetzt muss ich gucken, wer zum Teufel ist Ignis? Das ist Prompto, ne? Ist das hier Ignis? Noct. Warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. Der mittellose Prinz. Nachdem sie all ihr Geld in die Reparatur des Regalias gesteckt haben, brauchen Noctis und seine Freunde dringend ein paar Gil, wie die Währung außerhalb von Insomnia genannt wird. War das nicht ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Wir haben dann direkt unsere erste Quest. Wie geil ist das denn? Juhu! Erste Quest und ich mach erstmal Salto. Also, ein Putzebomb. Nanu? Der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Preisrunde, Geldline, Gladio. Vorschicken, was? Ich will mal den Preis runterhandeln. Die Wartung ist ziemlich teuer, nicht? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr es mal versuchen? Der Opa hat Nerven. Naja, was will man machen? 10 FP erhalten. Was auch immer FP sind. Ich versuche, denke mal, Erfahrungspunkt oder so. Fertigkeitspunkte. Haha. Ja. Fertigkeitspunkte. FP. Öffne das Menü und wähle Fertigkeiten, um unter Verwendung von Fertigkeitenpunkten die Gruppe weiterzuentwickeln. Ich dachte, ich bin Final Fantasy und nicht Pokémon. Fertigkeiten. Im Menü kannst du unter Fertigkeiten die Fähigkeiten der Gruppe weiterentwickeln. Für das Erlernen und von Fertigkeiten brauchst du Fertigkeitenpunkte. FP. FP kannst du auf unterschiedliche Weise sammeln. Du erhältst sie zum Beispiel beim Stufenanstieg, durch Missionserfolge, das Abschließen von Aufgaben oder auch durch richtig gewählte Antworten im Gespräch mit deinen Freunden.
ermöglicht. Wo steht denn hier der Name von der. Ich glaube, steht da nicht, ne? Ermöglicht nach einem Angriff in der Luft einen Schritt in die gewählte Richtung mit A. Ah. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Noctis bei einer Angriffsserie selbst keinen Schaden hat. Okay. Automatisches Ausweichen verbraucht weniger MP. Gut getimtes Drücken von Viereck führt ein Ausweichmanöver durch, das keine MP verbraucht. Ich würde mal sagen, nimm mal das hier. Ja. Ach, die Kosten? Ach ja. Ah, okay, da stehen die Kosten noch dabei. Ich ja. Oh. Mhm. Okay. Aber seid vorsichtig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar? Okay, sicher. Falsche Taste. Wo war nochmal die Karte? Ah, R3. Okay, sicher sind gar nicht mal so weit entfernt. Ich würde sagen, wir machen die auch direkt mal, ne? Schließlich kann ja ein Prinz nicht mittellos sein. Augen auf! War keine Absicht. Oh, Entschuldigung. Ach stimmt, ich habe ja noch in der Hülle den Code für das eine Schwert da, was dabei ist. Day One Edition. Sieht aus, als wäre das unsere Beute. Los geht's, Noct. Kämpfe, Vorsicht. Du hast die Aufmerksamkeit eines Gegners auf dich gezogen. Der Warnbalken am oberen Bildschirmrand warnt vor einem Angriff. Offensive, halte Kreis gedrückt, um automatisch eine Angriffsserie zu starten, wenn der Gegner in der Nähe ist. Okay. Wow. Wie fandst du das? Sauber. Das nenne ich kurzen Prozess. Okay, ich sehe nichts. Der Busch. Weg. Basta! Ich brauche Hilfe. Was? Wo? Ja. Ich bin überwältigt. So bin ich halt. Gut. Auf zur nächsten Koordinate. Hey, warte mal. Kann ich das nicht irgendwie steuern? Ne, warte halt. Achso, verbraucht MP, okay. Aber cool. Was ist denn hier passiert? Akutes Strommaststerben? Scheint höchst kontagiös zu sein. Die knicken doch nicht einfach so um. Vielleicht war es ein Sturm. Oder ein Erdbeben. Und warum steht dann in Hammerhead noch alles? Bestimmt hat hier ein riesiges Monster gewütet. Hoffentlich nicht eins von denen, die wir erledigen sollen. Ich will es erst gar nicht herausfinden, weil das Ding sieht echt massiv aus. Ja. Ich find's cool, dass man porten kann. Das ist richtig, richtig cool. Macht auf jeden Fall jetzt schon echt Laune. Vor allem die Landschaft. Oh, ist einfach so geil. So zum Träumchen hier. So ein richtiges Träumchen. Aber irgendwie fühle ich mich verfolgt. Zack, zack. Ach ja, schon Dreieck war ja das. Porten. Das ist immer das Riesenschwert hier. Da sind die Nächsten. Auf sie mit Gewoll! Defensive, weiche gegnerischen Angriffen mit Viereck aus. Halte die Taste gedrückt, um automatisch auszuweichen oder zu blocken. Ja! Hab ich doch. Man soll es ein perfekter Block, der beste Angriff. Das mit dem. Beobachte die Bewegungen deines Gegners. Ja. Und sei vor allem. Alter, so. Auf welcher Seite stehst du? Sorry. Sehr gut. Du wirst stärker noch. Oha. Komm, eine noch. Du bist nie das Gemüse. So muss das sein. Da, komm. Komm, Kleiner. Ja. Ich wollte doch noch blocken. Wir sind fast fertig. Okay,
okay, Steuerung ist echt... Kommt, gehen wir weiter. A little bit gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Aber ich denke mal, das dürfte mit der Zeit auch automatisch kommen. Jungs, was war nochmal genau unser Plan? Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdinkai. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Auto warten, Hochzeit starten. Okay, ist notiert. Bei schweren Jagdaufgaben erhältst du auch bei Schwierigkeitsgrad leicht keine Hilfe. Okay, was macht dieser Speer eigentlich hier? Leute? Ich glaube, ich bleib dem bei der Motorzene mal. War keine Absicht. Entschuldigung. Das sind die letzten. Gebt nochmal alles. Komm, ich nehm den nach. Warp-Angriffe. Visiere einen Gegner an und wirf dein Schwert auf ihn, um dich zu ihm zu teleportieren und gleichzeitig anzugreifen. Je weiter die Entfernung, desto höher der Schaden. Cool. Ah, mit R1 angesehen. Ah. Okay, Durchbrech die gegnerische Verteidigung mit einem Warp-Angriff. Cool. Greif dich mal zurück an. So. So, dann hab ich das auch mal hinter. Ja. So. Weiter so. Bam. Ich liebe den Warp-Angriff jetzt schon. Sehr gut. Das wär's. Hm? Ein Anruf? Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, sind fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha. Geht klar. Wir sehen nach. Also den Warp-Angriff habe ich jetzt schon lieb gewonnen, muss Sydney, ich ganz ehrlich sagen. Was wollte sie? Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja, eine Hütte direkt um die Ecke. Also ich muss jetzt gerade mal echt die Landschaft noch ein bisschen genießen. Es sieht so geil aus. Hm. Hat einen Totenkoffer auf dem Mantel. Wie cool. Diese Details und all sowas, sehr geil. Sieht richtig, richtig nice aus. Also... Erntezutaten an Erntestellen. Zutateninfos auf der Karte. Okay. Ah. Da hinten. Gehen wir erstmal die Zutaten hier holen. Die Natur schafft immer noch die größten Kunstwerke. Der Langvite in seiner vollendeten Schönheit. Unvergänglich wie ein Diamant. Wie der Typ da einfach mal dazwischen läuft. Leidender Pfeffer. Gut, wir haben ihn hoffentlich von seinem Leiden erlöst. Quatschen wir mal mit den zwei netten Herren hier. Okay, es geht nicht. Okay. War da noch was? Kann man noch was sammeln? Ah ja, da. So. Boah, die Kamera. Die Kamera ist mir persönlich eigentlich zu nah. Bin ich ganz ehrlich, aber ist nicht schlimm. Man gewöhnt sich immer an alles. Irgendwas. Drillingsklamm. Ah, ich freue mich mega auf dieses Spiel. Ja. Das ist ganz normal bei mir, dass ich mich erstmal auf die falsche Seite begebe. Kann ich die Tür? Nein, die Tür kann ich natürlich nicht öffnen. Schade eigentlich. Interagieren. Eine Nachricht? Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv. Sonstiges offener Jagdauftrag für Tauti. Nacht! Von Regen! Alles klar? Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen! Schluss mit dem Elend! Bam, bam, bam. Oh, ich weiß nicht. Schaffen wir doch mit links. Zack. Autsch. Ich glaube, ich nehme mal das andere Schwert hier.
Jetzt komm mal. Flink. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Hey, da drüben ist auch eine Hütte. Wie kann er die Hütte hier durch die Holzbretter sehen? Ja, okay. Belassen wir es mal. Vielleicht sollte ich weniger hinterfragen und einfach mal das Spiel genießen und die Aussicht. Wo? Oh. Hier fehlt definitiv ein Zebrastreifen. Ignis, leg dich mal kurz hin. Dann haben wir einen Zebrastreifen hier. Wer von den dreimal ist wer? Der Blonde ist Ignis. Nein, Quatsch. Der Brille ist Ignis. Prompto und der andere ist Gladiolus. Ich nenne ihn Gladi. Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Tauti genannt. Strategie. Deine Gefährten arbeiten unter Umständen Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du die Anweisung befolgst, erhältst du FP. Warp-Punkte. Blaue Markierungen zeigen dir Punkte, zu denen du dich warpen kannst. Visiere das Windrad an und teleportiere dich über einen Punkt-Warp dorthin. Sie spießt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Das ist aber nicht nett. Ja, das war... Mit denen freunden wir uns sicher nicht an. Oh. Das war jetzt nicht geplant. So, ich will... Kann ich bitte... Nein, da oben da. Nein. Ach. Okay, Strategie für... Lieben gern. Hey, wir haben's echt raus. Kann ich bitte da... Ich versuche das Innern zu visieren. Wo ist denn das? Ja, zum Windrad warpen. Ja, toll. Das ist alles andere als toll jetzt. Nein. Guck mal durch mal drum. Ich steck dir den Rücken. Ich verlass mich drauf. Alter. Ich drücke R1. Oh. Ja. Hallo? Lebt ihr noch? Ja. Noctis? Ist dort jemand? Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke. Nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Ignis entscheiden lassen. Warum nicht? In Ordnung. Das können wir nicht ignorieren. Sag uns alles, was du über die Bestie weißt. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lausche auf. Magieflakon erhalten. Noct, dies ist eine ernste Gefahr für die Bevölkerung. Als Prinz bist du zum Handeln verpflichtet. Ignis hat 150 EP erhalten. Gut. Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Dich erwartet ein anstrengender Kampf. Bereite dich gut darauf vor, indem du dich in einem nahegelegenen Refugium ausruhst, wo Ignis eine stärkende Mahlzeit kochen kann. Ja, gute Idee. Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto.
Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Trag sie mit Stolz. Okay, ich fand es ganz ehrlich ein bisschen blöd, dass ich das... Ich habe die ganze Zeit L1 gedrückt, ich Idiot. Die ganze Zeit. Ja, na gut. Ist ein bisschen blöd gelaufen, aber vielleicht ein andermal. Vielleicht ein anderer Mal. So, dann gucken wir uns mal. Liefert Elementarenergie. Oft in der Nähe von Refugien. Ach, Elementarquelle, okay. Ah, dann gehen wir zum nächsten Refugium. Was haben wir denn hier? Absorbieren. Magie und die Elemente. Um Magie einsetzen zu können, musst du Elementarenergie sammeln. Es gibt drei Arten, Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarenergie mehr aufnehmen. Achso, ist leer, okay. Ah, hier ist auch noch eins. Da ist ein Horn-Dingsbums da. Gegen das will ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Hier. Da wären wir. Ich, ganz ehrlich, ich hätte jetzt eigentlich was ganz anderes erwartet hier. Aber okay. Kasten. Zelten in Refugien. Beim Zelten werden die gesammelten EP auf die Stufen der Gruppenmitglieder angerechnet. Außerdem kocht Ignis eine stärkende Mahlzeit, die der Gruppe für den nächsten Tag Boni für den Kampf gewährt. Du hast ein Refugium erreicht. Was müsstest du tun? Ich nehme Zelten. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also? Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen.